Willkommen auf der Internationalen Raumstation. Deutschland ist weltweit als das Land der Ideen bekannt. Als deutscher ESA-Astronaut freue ich mich natürlich, Deutschlands Innovationsreichtum auch im Weltall sichtbar zu machen. Unsere Mission hier oben hat einen hohen Stellenwert für den Standort Deutschland. Zum einen, weil Deutschland als Hochtechnologienation davon lebt, ständig neue Ideen zu entwickeln. In diesem Zusammenhang freue ich mich natürlich, gemeinsam mit allen beteiligten Partnern hier im europäischen Forschungsmodul Columbus meinen Teil für Innovationen auf der Erde beitragen zu dürfen. Von den über 160 Experimenten an Bord sind 40 mit direkter deutscher Beteiligung. Wir entwickeln unter anderem neue Halbleiter, züchten Proteinkristalle oder verbessern das Verständnis von Krankheiten wie Arteriosklerose oder Osteoporose. Darüber hinaus ist auch das Forschungslabor selbst ein Beispiel deutscher Innovationskraft und Ingenieurskunst. Columbus ist der wichtigste europäische Beitrag zur Internationalen Raumstation und wurde in Bremen zusammengebaut. Gesteuert wird das Labor ebenfalls aus Deutschland, und zwar aus dem Columbus-Kontrollzentrum der ESA in Oberpfaffenhofen bei München. Die Initiative Deutschland, Land der Ideen, ehrt mit diesem Gruß aus der Heimat unsere Arbeit hier oben auf der Internationalen Raumstation ISS. Stellvertretend für die Initiative bringe ich diese Ehrentafel im europäischen Columbus-Raumlabor an und grüße damit zurück nach Hause.